meine Freunde. Erst, wenn dieses Let's Play beginnt, ist es der neueste Tag. Wisst ihr? Mein Tag beginnt immer erst 14.30 Uhr. Weil besonders ich heute frei habe. Ja, es ist Mittwoch, ich habe heute frei. Das ist mega geil. Und es ist eigentlich noch Montag. Ihr seht das Ganze hier bloß erst am Mittwoch, weil ich mir dachte, ey, du bist mega im Arsch. Immer noch und du kannst dich kaum bewegen. Warum machst du nicht noch einen Part? Und genau daran halte ich jetzt fest und ich mache noch einen Part. Warum bin ich bloß schon behindert? Ach naja, es geht ja noch alles. Es geht ja noch alles. Ich mache das ja auch gerne. Und das ist auch endlich mal wieder so ein bisschen Ausklang. Ja. Obwohl, Arbeit war eigentlich auch gar nicht toll. Egal. Reden wir darüber, wie toll ein freier Tag ist. Also, ich habe heute frei und es ist ein toller Tag und ich hoffe, ihr habt heute auch einen schönen freien Tag gehabt und wenn nicht, hattet ihr heute einen schönen Arbeitstag oder einen schönen Schultag oder einen schönen Hartz-IV-Tag. So, irgendwie so. Ja, da, 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 da. Ach, okay. Ich muss mich... Ach, diese Melodie... Ich finde diesen Soundtrack so gut. Und es gibt echt Leute, die mögen den Soundtrack nicht. Also es gibt echt Leute, von denen habe ich gehört, die so wollen den Soundtrack aus der dritten Generation nicht lieben lernen. Und das habe ich ja auch schon mal erklärt, aber ich finde den so cool eigentlich, den Soundtrack. Den muss doch eigentlich schon fast jeder lieben. Und ich habe das Gefühl, das wird wieder nichts mit One-Hit. Unser Gott braucht bessere Bodenattacken. Oder einfach nur irgendwann eine richtig fettige Steinattacke. Da, 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 da. Oh, eine richtig fettige Steinattacke wäre mega gut. Genau, so. Das war dieser Knopf, den man auslassen musste. Dum, 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 und Mauzi auf 4 und zwar 20. Ach, hier kann man eigentlich auch ganz gut trainieren bisher. Also, Mauzis finde ich jetzt nicht so schlimm und Fumpy eigentlich auch nicht. Also hier könnte man echt eine Trainingssession einlegen. Glaube ich, denke ich, gehe ich mal von aus, fände ich eigentlich ganz konkret. Aber werde ich nicht machen, weil ich finde, wir sind eigentlich relativ gut und weit mit unseren Pokémon. Und das reicht mir erstmal momentan. Vielleicht bald wieder. Ich wüsste dann nicht mal, auf welches Level ich alle trainieren sollte. Und da wir ja relativ viel jetzt auch machen, noch bevor wir nach Baumhausen City gehen, denke ich mal, wird das alles ganz easy bleiben. Da, 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 da. In der Kampfzone werde ich mich übrigens nicht versuchen. Warum nicht? Warum nicht? Aber vielleicht, vielleicht doch. Vielleicht ein, zwei Mal. Aber einfach, weil ich die Competitive-Pokémon hier einfach nicht dafür habe. Für ein Let's Play zu züchten ist, naja... Es ist nur ein Emulator-Spielstand dazu gesagt. Ich könnte mir natürlich Pokémon reinschieben, die total dumm und krass hart stark sind. Aber das ist ja auch nicht der Sinn dahinter. Naja. Dum, 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 dum. Nein, Kampfzone liegt noch in weiter Ferne. Darüber wollen wir nicht mal nachdenken. Oh, da ist der große Generator. Generator-San. Huhu. Dum, 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 dum. Ach mein Gott. Nein! No Surf left! Wir müssen erstmal dreimal uns das angucken, damit wir das wirklich glauben können. Und. Oh mein Gott. Kann es sein? Kann es sein, unser Gott? Unser Gott ist nicht mehr pervers. Oh ja, Baby. Oh ja, Alter. Und wie wir das wollen. Habe ich übrigens, glaube ich, auch reingemacht. Einfach, weil ich es gut finde. Weil es eine tolle Attacke ist. Natürlich einfach mal Aquaknarre weg. Und will dann einfach mal eine schöne Waterpulse-Attacke. Und Hope hat auch Level 21 erreicht. Und klick, loop, bap, 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 und zu. Upgrade. Wir können uns ein Porygon 2 war, glaube ich, Upgrade, oder?
Ich glaube, es war Porygon 2. Are you fucking kidding me? Was machen Mantax und Remoraid bitte hier? Are you fucking kidding me? Bubble Beam! Bubble Beam finde ich so ein toller Name. Boah, Alter, wir müssen einfach mal gerade heftigst tauschen. Alter, ein fucking Mantax? Genau, da setzt du nur Bubble ein. Wir haben ja gelernt. Air-Cutter! Vielleicht krittest du, Air-Cutter. Leider nicht. Bubble Beam! Das erinnert mich irgendwie immer an Digimon, wenn das Ding Bubble Beam einsetzt. Weil wegen, Seifenblasenattacke und dann immer Bubble Beam! Ich finde, das passt ganz schön dazu. Ja, ja, ich finde, das passt ganz schön dazu. Da, 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 da. Und Waterpulse und Wumms. Zerstöre es. Unser Gott stirbt nicht. So einfach. Unser Gott könnte aber einen Trank vertragen. Sonst stirbt unser Gott vielleicht doch irgendwann mal. Oh mein Gott. Warum mag ich eigentlich diese Höhlen, Gebäude, Themes bei Pokémon eigentlich immer so hart? Ich weiß nicht, worüber ich nachdenke, aber ich streiche mir gerade den Bart und tue so, als ob ich denken würde. Ihr seht es, glaube ich, gerade überhaupt nicht, aber doch, das habe ich getan. Gerade in diesem Moment. Da, 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 da. Ich habe gerade einfach gar nichts zu erzählen. Ich habe das alles schon gestern erzählt. Jetzt ist nämlich die andere Tür offen und dann kann ich einfach runterlaufen. Ich komme aber gerade immer noch nicht auf dieses Mantax klar. Ganz ehrlich, ist Mantax wieder ein Magneton-Ersatz oder was? Oh ja, das weiß ich noch. Ich habe mal Emerald auch gespielt und dann eine Nuzlocke. Und dann bin ich hier gewesen. Erstes Pokémon natürlich Magneton. Ich mich riesig gefreut. Also wirklich kein Magnetilo. Es war Magneton. Und ich denke mir so, what the fuck? 2 bis 5% Chance maximal. Und es kommt einfach mal so ein fucking Magneton als allererstes. Also, da hatte ich sogar richtig Glück. Magneton ist einfach so ein Stronzen-Pokémon schlechthin. Max Potion, das ist doch auch geil. Wir haben eine Potion von Max gefunden. Max, möchtest du den Potion zurück? Nee, nee, möchte ich nicht. Okay, Max. Dann behalte ich ihn. Wir sind frei, wir sind frei. Wir sind Lehrer und wir machen keine Fehler. Und hier ist das nächste Rihorn. Haben wir das nach Leveln, so nach Levelgruppen geändert oder? Warum auf einmal ein Quirkel? Egal, dieses Quirkel wird ein leichtes sein. Dieses Quirkel ist squishy und tot. Mallory, okay. Fleckmon, ach ja. Schön für dich, interessiert mich nicht.
Hier, ich habe voll was gemacht, also gib mir jetzt irgendeine TM. Am besten wäre so Thunderbolt oder so. Und ich habe Thunderbolt bekommen. What? What? Was der Zufall, Alter. Wir haben noch die Hälfte des Parts vor. Das heißt, wir können noch Richtung Laubwechselfeld. Und in Richtung Laubwechselfeld können wir noch was richtig Cooles machen. Und ich habe nachgeguckt, Unlicht ist auch speziell. Das heißt, bei Hundemon habe ich voll verkackt. Eigentlich, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich so verkackt habe bei Hundemons Dings. Gab es in der dritten Generation schon Finsteraura? Finsteraura finde ich eine mega schöne Attacke. Aber ich bin mir sicher, dass es sie noch nicht gab. Ach, bin ich froh, wenn ich diese linke Seite fast komplett abgehakt habe und dann einfach nach Baumhausen City kann. Oh mein Gott. Wir können hier auch schon... Ah, wir müssen ja gar nicht mehr durch die Höhle und so. Wir können auch einfach hier diesen Weg entlang gehen. Und da. Und jetzt sind wir durch. Und das können wir übrigens auch machen. Wir haben jetzt eine Allrad. Können wir gucken, ob es hier irgendwo einen Kämpfer gibt. Hier ist auf jeden Fall noch ein Kämpfer. Das heißt schon mal was Gutes. Und der wird mindestens Level 20er Pokémon haben, wie ich weiß. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich halte einfach das nächste Mal meinen Mund, okay? Ach ja, man konnte auf der anderen Seite, glaube ich, wieder runter. Deswegen. Ja, okay. Gab's hier kein Item? No item for me. Ja, okay, deswegen, dann verstehe ich's. Okay, wir hätten. Dun, ein Anton wie gehabt. Dieses Anton hat irgendwas in den Haaren bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber bei mir hat es auf jeden Fall irgendwas in den Haaren gehabt. Also braun, jo, eklig und ach. Ab und zu hasse ich diese Tastatursteuerung. Aber naja. Ich glaube, es liegt auch eher daran, dass meine Tastatur mega scheiße ist als alles andere. Ja. Vielleicht lasse ich mal wieder ein paar Münzen springen und hole mir mal eine neue Maus und eine neue Tastatur. Weil das ist irgendwie mal wichtig. Weil beides hacken irgendwie hart mittlerweile. Ich komme einfach nicht drauf klar, dieser Soundtrack. Und einfach diese Anzahl an Pokémon, das ist traumhaft. Es sind Anton und es sind Meryl und davon mehr Anton und ich muss weinen. Einfach weil es so traurig ist, dass ich nichts Ordentliches finde. Dass hier so viele kommen, ey. Ist heute irgendwie Tag des Nervens? Will ich nur eine kleine Sache machen und mir kommen 30.000 Viecher entgegen. Okay, auf jeden Fall, unser Gott wird jetzt erstmal gechanged. Warum wird er gechanged? Damit ich erstmal alles auf 30 trainieren kann. Weil ich möchte so irgendwie zum Levelbereich immer einhalten mit allen Pokémon. Lass mich durch, Alter. Ja, ist okay, Leute. Und jetzt habe ich... Ich habe Surfer. Das heißt, wir könnten gucken... Ja, ich glaube, das machen wir auch noch. Wir brauchen dafür Kaskade. Ja, hat sich erledigt, Leute. Wir brauchen dafür Kaskade, was ich vorhatte. Was ist denn da vor? Ja, ich wollte die Meteorfälle genau untersuchen. Und warum brauchen wir für Kaskade? Weil da ein Wasserfall ist, den wir hochlaufen können. Hallo! Ja, genau. Pommes Mayo. Hä? Ja, Pommes Mayo. Das habe ich irgendwann zum Wein gebracht. Tut mir leid. Hier gibt's sogar Knogger. Okay. Mein Knogger ist aber ein richtig gutes Dings. Das heißt, hier gibt es also sterben die Mütter vielleicht gar nicht, sondern oder nee, es kann sein, dass die Tragosse, wenn sie sich weiterentwickeln, den Berg hinauf, also oder während sie den Berg hinaufgezogen sind, entwickeln sie sich weiter, weil das so eine harte Anstrengung ist. Bams! Hier, Pokémon-Theorie, mitten ins Gesicht. Und Fighto!
dum 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 dum. Zwei Pokémon. Level 18 ist es jetzt, ja Mann. Das kriegen wir doch kaputt mit dem Bumerang, wenn er nicht daneben geht. Das Ding hat Levität, okay. Sei nicht vergiftet. Warum sage ich es eigentlich noch? Es passiert doch dann eh. Ich wollte... Miep! Ja, aber... Oh, Dragon Rage, ja, oh. In der Nuzlocke ist Dragon Rage einfach mal so eine fucking geile Attacke am Anfang. Warum, fragt ihr? Naja, immer 40 Schaden kann ganz schön lange stark sein. Wenn man bedenkt, dass das immer noch über 50% von meinem Leben meines Knoggers sind. Ja, das ist schon ziemlich hart. Okay. Nein, ich möchte... Nein, ich möchte nicht dich... Oh, Mann. Das ist das Problem, wenn man awesome ist. Man lernt ständig neue Leute kennen. Dann rufen die einen an und sagen so, oh, mein super tolles Rattata. Und dann denkst du dir immer nur, mäh. Okay, haben wir hier irgendeine... Wechsel Pokémon Friendly, but lower Special Dev ATK. Das sind die für die EVs, okay. Haben wir auch eine irgendwie ganz oben, die irgendwie ein bisschen... nee. Das heißt, wir müssen nochmal unseren normalen Teams gucken, ob wir einen Hyperheiler haben oder so. Ich bin immer so bestens informiert über die Sachen, die wir haben. Poisonbug. Ja, wir müssen, glaube ich, unser Vieh opfern. Das gefällt mir selber auch nicht. Aber es geht, glaube ich, gerade einfach nicht anders. Die jetzt einfach jetzt schon hassen alle. Jetzt gucken die Leute, hören jetzt auf das Let's Play zu gucken, weil ich vergiftet bin. Ekelhaft. Oh, Goldini, Goldini. Goldini. Und zu dieser Stimme hat Goldini noch diesen perfekten Mund. Einfach so zum Goldini, Goldini. Aber das sollte kein Problem für unser Knogger sein. Ha! Obwohl es 5 Level über uns war. Knogger hat tot gemacht. Knogger hat es so tot gemacht. Ah, Knogger wird langsam sterben. So. Ich glaube, es ging auch nicht mehr höher. Hier war eine Geheimbasis. Deswegen mochte ich das. Und es nervt mich gerade selber so ein bisschen hart. So, den möchte ich besiegen auf jeden Fall. Hier gab es nämlich also ein, zwei coole Sachen also eigentlich. Und hier gibt es auf jeden Fall erstmal das Wichtigste im Pokémon. Und zwar Kämpfe. Kämpfe gegen Pokémon, dessen... Level relativ ähnlich unserem ist und genau darauf wollte ich auch hinaus. Falltraining und so. Und das trotz Bedroher, Alter, das müsst ihr euch mal vorstellen. Trotz Bedroher so viel Schaden. Silcoon, du willst mir nicht sagen, dass... Ach nee, es ist das Vieh. Wie viel zieht's mir ab? 9 HP, gut. Boden nicht sehr effektiv gegen Käfer, merke. Was kommt jetzt? Oh, Harden. Ja, ich bin härter geworden. Ah ne, es ist ja weiblich. Jetzt macht's mir noch mehr Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist eine komplett verschobene Weltlinie. Steinsgate, hol mich hier raus. Zoe, Kungru. It's Zoe. Oh mein Gott, nicht Zoe. Nicht Zoe 101.
Take that! Ultra Pokémon Inter Attack! Dum 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 dum. Ein Panzer Ehre und ein Impagator. Ich weiß nicht, welches Pokémon zu wem gehört, aber wir sollten uns beide ziemlich schnell bemächtigen und versuchen, sie auszuschalten. Ja, Knorrer, du wirst sterben, ich weiß es. Das ist denn gegen beides ganz gut. Ich glaube, ich versuche es einfach mal mit... Ich habe ja nicht viel Auswahl, die drei. Ach komm, easy, du musst es. Wir können unser Crobat nicht weiter vorleveln lassen. Dum, dum, dum. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Rain Dance und dann nochmal einen Surf. Es werden Wasserattacken erstmal ein bisschen gestärkt. Das kann uns nicht schaden, gerade in diesem Team ab. Was für ein Bastard eigentlich! Das heißt, er verdoppelt einfach mal seine fucking Init. Was ihm natürlich nicht geholfen hat, weil der Surfer hat gecrittet, so mega ins Gesicht, aber hey. Und Hope macht Level up. Doch nicht. Hope macht doch nicht Level up. Jetzt aktiviert sich aber unser Swift Swim und wir können es mit... Komm, Twister... Ah, fuck, das ist ja gechoiced. Oh. Oh. Warum, wie konnte ich vergessen, dass es gechoiced ist? Oh, zum Glück hat das gereicht. Jetzt all EP to Hope. Und dann Hope braucht es einfach. Was kommt? Oh. Oh. Und es gibt irgendein Pokémon, das sieht ähnlich aus wie es, aber es ist einfach mal nicht die Weiterentwicklung. Ich verstehe gar nicht, was Nintendo sich da gedacht hat, einfach. Es... Na... Es sah so gut aus als Libiscus Weiterentwicklung, aber nein! Können wir auch nicht machen! Mal sehen, wie viel Leben es noch hat danach. Nichts. Genau deswegen ist Dragon Rage so fucking OP. Was ist in diesem Part passiert? Nichts, außer dass wir wieder einige Telefonnummern haben. Wir komplett New Malvenfroh nochmal durchgenommen haben. Und das war's eigentlich, Leute. Freut euch aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Star Emerald Version Randomize! Reingehauen, Freunde!